Wir sind das MO3 Multimedia Mobil, ein Projekt zur Stärkung von Medienkompetenz für Kinder und Jugendliche, und zwar in den ländlichen Regionen Brandenburgs, in Havelland, in Oberhavel und in Potsdam-Mittelmark. Der Schwerpunkt Audio war für uns von Anfang an wichtig als Angebot. Wir haben eher künstlerische Formate wie Klangcollagen angeboten, aber auch Hörspiele oder dokumentarische Formate. Hintergrund ist, dass wir die Kultur der Schulradios unterstützen wollten, um jugendkulturelle Themen auch an Schulen zu holen. In Kindergruppen sind in unserer Begleitung auch sehr schöne Audiogeschichten entstanden. Plötzlich finden sie sich beide am Strand der Insel wieder. In diesem Moment ist ihr Lied zu Ende. Ich muss mich erstmal setzen. Das war eine Geschichte von drei Freunden, die mit einem Schiff gestrandet sind. Und jeder Freund hat etwas Unterschiedliches dann auf einer anderen Insel erlebt. Im Bereich Film hatten wir auch sehr viele Anfragen, besonders im ersten Jahr. Und haben sehr verschiedene Formate angeboten, zum Beispiel auch Game-Movies, Trickfilm oder Musikvideo. Allerdings wurden eher so klassische Formate angefragt. Zum Beispiel von einer Gruppe jungen Leuten, auch aus Nauen. Die Jugendsendung sollte im Rahmen des Havelland-TV ausgestrahlt werden. Und als Auftakt ist ein sehr ansprechender Trailer entstanden. Zum Thema Glück haben wir sehr stark gearbeitet und auch sehr viel daran geübt, wie eigentlich man seine Protagonistin gut durchs Interview führt und überhaupt, wie sich das Kamerateam überwinden kann, Leute auf der Straße anzusprechen und in Frage zu starten. In allen diesen Workshop-Formen stand das eigene Tun im Vordergrund, und trotzdem haben wir ja auch Themen vermittelt wie Datenschutz, Persönlichkeitsrechte oder Urheberrechte. Allerdings haben wir auch zwei rezeptive Formate unter dem Begriff Netzkultur. Das ist zum einen ein Format, das wir Mein Profilchen nennen. Es geht um Online-Communities, und das Format ist für Kinder von 10 bis 14 Jahren geeignet. Das ist so, dass die Kinder im Raum Online-Community spielen. Durch diese Online-Kommunikation im gleichen Raum ergibt sich eigentlich ein sehr klarer Lerneffekt und ein sehr direkter Lerneffekt, weil durch die Reaktionen auf verschiedene Postings, auf Kommentare, auf Fotos, die sozusagen hochgeladen wurden, die auf die Plakate geklebt wurden, erleben halt die Kinder und Jugendlichen sofort Reaktionen darauf. Das andere Spiel, das wir mit Jugendlichen ab 14 spielen und das wir auch erst ab 14 empfehlen, ist das sogenannte Startspiel. Das Ziel des Spiels ist, möglichst viele Freunde bzw. möglichst viele Credits zu gewinnen. Und das Spiel zeigt eigentlich mehr, wie sich so Wege im Netz verzweigen und wie man eigentlich so seine Online-Identität so managen muss, auch wenn die sich sozusagen wie eine Krake in verschiedene Richtungen ausbreitet. Beide Spiele sind keine Erfindung von uns selbst, sondern die sind sozusagen frei im Netz verfügbar. Man darf sie benutzen und weiterentwickeln, und das haben wir auch gemacht.